Moin zusammen, euer Burak hier. Heute zur Podcast-Folge Nummer 12. Heute geht es um das Thema Rückschläge, Niederlagen und wie man damit umgeht. Ganz wichtig, damit ich jetzt keinen Rückschlag erleide mit dem Podcast, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, kommentieren und Kommentare dazulassen. Viel Spaß bei der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Thema Rückschläge und Niederlagen. Da habe ich heute den lieben Mert wieder eingeladen. Mert hat eine brisante Historie bezüglich, glaube ich, Verletzungen, die dich hier und da mal wieder zurückgeworfen haben. Und ich glaube, da können unsere Zuschauer heute den einen oder anderen Input mitnehmen. Wir hatten es letztens mal angedeutet gehabt, deine Fußballkarriere fing gerade erst richtig an. Wann hattest du deine erste schwerwiegende Verletzung und wie bist du aus diesem Loch wieder rausgekommen? Erstmal natürlich vielen Dank, dass ich heute wieder dabei sein darf. Thema Rückschläge ist auch, als ich gehört habe, dass du mich da gerne dabei haben möchtest, habe ich auf jeden Fall zugesagt, weil ich damit auf jeden Fall extrem identifizieren kann. Nicht nur im Thema Fußball, was du gerade angesprochen hast, sondern generell auch im Arbeitsleben. Weil es ist kein Geheimnis, dass nicht alles rund läuft und alles klappt, sowohl in unserer Branche als auch generell. Aber fangen wir an, auf deine Frage zu antworten. Im Thema Fußball war das. Da war ich ungefähr 18 Jahre alt, da habe ich noch in Berlin Fußball gespielt, im höherklassig. Und die Zuschauer, beziehungsweise du, ihr kennt euch hoffentlich aus mit dem Fußball, mit den Ligen. Das war quasi eine A-Jugend auf dem Weg in Richtung Männerfußball, Herrenfußball. Ja, und dann habe ich halt einen Kreuzbandriss erlitten. Und das war so mein erster großer Rückschlag. Da war ich insgesamt 2 Jahre außen vor. 2 Jahre kannte keiner gefühlt meinen Namen, wer ich bin. Und 2 Jahre hat es gebraucht, bis ich wieder auf dem Platz stehe. Und das war die Zeit, wo ich auf jeden Fall, ich würde sagen, ich würde nicht sagen, das waren Depressionen, aber es waren auf jeden Fall Gefühle, die ich niemandem wünsche, die ich zu dieser Zeit erlitten habe, weil mein ganzes Leben nur aus Fußball bestand. Und dann halt so eine schwere Verletzung zu erleiden, ist einfach, das wünsche ich keinem. Wichtig, was mir damals in dieser Zeit geholfen hat, was ich auch sehr gerne weiterempfehlen kann, ist einfach weitermachen. Den Kopf niemals in den Sand stecken, weil am Ende des Tages hilft dir da keiner raus, sondern der erste Schritt ist, du musst dich ändern, du musst was machen und dann ändert sich alles. Das heißt, ich bin regelmäßig zum Arzt gegangen, ich bin regelmäßig auf dem Platz dann gewesen, nach 1,5 Jahren ungefähr. Ich habe auf meine Ernährung geachtet, auf meinen Schlaf. Das waren so die Dinge, die auf jeden Fall geholfen haben und generell, man muss sich einfach mit positiven Menschen ja, treffen, weil die sich halt aufbauen. Also wenn du Leute hast, die dir da nicht rausholen, also die dich da aus der Scheiße nicht rausholen, sage ich mal, dann nützen die dir auch nichts. Du musst halt sehr, sehr diszipliniert sein, weil viele, das ist so ein Zeitpunkt, viele Menschen, vor allem viele junge Fußballer, bedenken halt ihre ganze Karriere. Breche ich ab, mache ich weiter, was mache ich jetzt? Ich bin aufgeschmissen, ohne Fußball bin ich nichts. Nee, so war das nicht. Also, es war eine harte Zeit, aber harte Zeiten prägen starke Männer, sagt man auch so schön. Das stimmt. Und ich habe auf jeden Fall in der Zeit viel, viel mitgenommen. Ich bin sehr viel, habe mich neu kennengelernt, weil mein Leben dann nicht nur aus Fußball bestand, sondern auch auf andere Sachen. Ich habe Leidenschaften in anderen Themengebieten gefunden, Thema Immobilien. Und ja, das war mein erster schwerer Rückschlag. Danach folgten leider noch einige, viele, aber dazu eventuell später. Vielleicht nochmal wichtig zu sagen, weil ich glaube, die Verletzung ist das eine. Dass das Knie beschädigt ist, dass da das Kreuzband gerissen ist, ist natürlich nicht cool. Braucht seine Phase, bis das wieder geheilt ist, mit Operation, mit Reha, mit wieder Krafttraining, sodass du es auch belassen kannst. Ich glaube, das, was auch nicht außen vor gelassen werden darf, ist der psychische Aspekt. Weil der Körper heilt. Wir sind von Gott gesegnet, dass unser Körper das meiste wirklich sich von selber wieder regeneriert. Dazu haben wir eine tolle Medizin hier. Wir haben tolle Sportärzte, die uns auch unterstützen. Aber ich glaube, das hast du
mit deiner bescheidenen Art und Weise eben auch nicht erzählt, aber ich glaube, das ist wichtig für die Leute, damit die ein Gefühl dafür bekommen. Du hast in der U19 bei Union Berlin gespielt. Genau. Letztes A-Jugendjahr. So, du sollst nach, das war, als du dein Kreuzband gerissen hast, das Pokalfinale mit der A-Jugend. Eine Woche später sollst du mit den Profis anfangen, ins Trainingslager zu starten. Dein Profivertrag winkt dir. Ja, nee, du hast das Geld schon ausgegeben, was du als Profi verdienst. Hast die Möglichkeit, nochmal im Stadion auf dich aufmerksam zu machen. Und du hast mir erzählt gehabt, dein Bruder hat an dem Tag, war er im Stadion, hat das Spiel mitgesehen. Richtig. Und dann in so einer Szene sich zu verletzen. Ich glaube, die Verletzung, die war hart. Aber das, was es in deinem Kopf vor sich gegangen ist, ich glaube, da, den Kampf mit den Dämonen, der war etwas schwieriger, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall. Also so wie du meintest, die Knieverletzung war das eine, aber als das Knie bzw. das Kreuzband gerissen ist, wusste ich, das war durch. Ich wusste, okay, ich werde jetzt erstmal kein Fußball spielen. Aber als ich dann auf dem Rasen lag und über alles nachdenken konnte, hab ich die Schmerzen, also die physischen Schmerzen, komplett vergessen, sondern hatte dann nur noch psychische Schmerzen. Wo ich mir dann dachte, okay, was passiert jetzt mit mir? Mein Bruder ist hier, guck zu. Die ganzen Augen, die sind auf mich gerichtet. Also die Leute erwarten und jeder fragt sich, was passiert jetzt mit ihm? Und vor allem ich. Das war das, was du gerade angesprochen hast. Das war der innere Kampf quasi, den ich Monate, Jahre lang mit mir selber hatte. Also es war hart. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, wie ich in dem Moment gefühlt habe, aber es war kein schönes Gefühl. Was ich da auf jeden Fall mitgenommen habe aus der Zeit, ist, dass man weitermachen muss. Also viele Leute hatten dann erstmal Mitleid mit mir, weil ich dann die ersten Wochen im Rollstuhl war. Und dann hieß es an, ich kann mit Krücken laufen. Dann sieht man mich auf der Straße, der eine oder andere, den man kennt. So, Mitleid war das Letzte, was ich brauchte in diesem Moment. Und ich bin der Meinung, natürlich war es hart auf Krücken. Meine Mutter musste mich durch Berlin im Rollstuhl langfahren. Ich konnte weder alleine auf die Toilette gehen, sonst noch irgendwas. Also ich war abhängig von anderen in dem Moment. Ja, und wenn wir uns das so anschauen, ich sage ja auch immer wieder, ich bin ein prinzipiengelenkter Mensch. Und ein Prinzip oder ein Dogma, was ich habe, ist, hast du schon mal was vom Kausalitätsprinzip gehört? Ja. So, für die, die es noch nicht kennen, das Kausalitätsprinzip besagt, dass jede Wirkung einer Ursache entspringt. Bedeutet, wir haben jetzt die Verletzung. Ich habe mir auch vor 6 Monaten das Kreuzband gerissen, am rechten Knie. Die Ursache war vielleicht in dem Moment der Pressschlag mit meinem Gegenspieler. Symptom, Knie, Kreuzband ist dahin. Wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich? Und ich habe nach dieser Verletzung, das war nicht meine erste Verletzung, leider Gottes hatte ich auch schon die ein oder andere schwerwiegendere Verletzung. Ich habe es aber geschafft, 3 Monate, nachdem ich mir das Kreuzband gerissen habe, wieder auf dem Platz zu stehen und mit unserer Fußballmannschaft am letzten Spieltag gemeinsam mit unseren Jungs den Klassenerhalt zu schaffen. Weil, dass das Kreuzband gerissen ist, konnte ich nicht mehr ändern. Aber ich konnte ändern, wie ich an die Sache rangegangen bin. Und das ist das, was ich den Jugendlichen oder den Leuten gerne mitgeben möchte. Ein Rückschlag, eine Niederlage, das ist das, was in unserem Kopf ist, wie wir das Ganze werten. Es liegt aber an uns, was wir daraus machen. Es ist so, wie es ist. Entweder bist du verletzt oder der Verkauf hat in dem Moment nicht funktioniert. Aber du kannst immer selber entscheiden, wie du aus der Situation rauskommst, was du als nächstes machst. Und da hat mir persönlich auch geholfen, dass ich emotionslos an die Sache gegangen bin. Wenn das Kreuzband durch ist, ist es durch. Kannst du nicht mehr ändern. Ist passiert. Aber mit Willenskraft, mit einem Plan, darauf hinzuarbeiten und zu wissen, dass es nicht immer bergauf geht, sondern auch Rückschläge dazugehören, das hat mir persönlich sehr, sehr viel geholfen, voranzukommen. Auch wenn wir uns das im Businessleben mal anschauen. Wie oft hatte ich schon sicher geglaubte Deals, wo ich eine Käuferzusage habe, wo das Objekt reserviert ist, wo wir kurz vor dem Notartermin stehen. Das hast du selber jetzt auch manchmal kennengelernt, wo du auf der einen Seite als junger Makler natürlich auch schon dich auf die Provision freust. Man hat gewisse Fixkosten,
Aber wenn dann dieser Deal gecancelt wird, der eigentlich zu 100% sicher ist, das ist nicht schön. Wie viele Abweisungen man bekommen hat. Und das habe ich einfach gecheckt oder für mich erkannt. Im Leben ist nichts sicher, außer Tod. Solange der Kaufvertrag nicht signiert ist, ist als Makler nichts safe. Und es kann immer was dazwischen kommen. Ja, das stimmt. Also diese Erkenntnis, die habe ich auch durchleben müssen, beziehungsweise erleben müssen bei dem einen oder anderen Objekt. Wünsche ich keinem Makler da draußen, keine schöne Erfahrung gewesen, aber gehört dazu. Thema Rückschlag. Aber das, was ich davor meinte, den Kopf in den Sand stecken und zu sagen, wie blöd jetzt alles gelaufen ist, hat in dem Moment keinen Sinn gemacht, sondern okay, wir brauchen einen Käufer, die Immobilie verdient es auch, einen richtigen Käufer zu haben. Und da muss man einfach hinarbeiten. So, das heißt, man führt weiter Besichtigungen durch. Man setzt sich mit anderen Menschen auseinander, mit anderen Kaufinteressenten wieder. Dann geht das Spiel von vorne los. Das Wichtige ist immer, jetzt im Thema Fußball, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man gefallen ist. Man hat selber die Wahl, bleibt man am Boden oder steht man auf. So, und da kann ich wirklich nur den Rat geben, egal wie hart es ist, es kann immer mal härter kommen. So, es gibt Menschen, die erleben viel schlimmere Dinge und trotzdem stehen die auf. Ich glaube, das können wir nicht nur auf den Fußball beziehen, sondern generell auf das ganze Leben. Und wenn wir auch mal feststellen, in den Momenten, wo wir diesen Rückschlag hatten, das Problem war, dass man vielleicht irgendwo zu abhängig war, vielleicht in dieser Position. Und wenn man dann noch mal ehrlich ist, das Problem war vielleicht gar nicht, dass der Deal jetzt nicht geklappt hat. Heute denke ich mir darüber, ich habe zu wenig andere Kaufinteressenten qualifiziert. Ich war in einer unterwürfigen Position und als Sportler oder auch als Salesman musst du immer Lösung parat haben. Und wenn du Lösung parat hast, dann trifft dich das nicht so hart. Ganz banales Beispiel, waren alle schon mal in der Jugend verliebt und dann irgendwann hat sich jemand gegen dich entschieden, die Welt ist für einen zusammengebrochen, weh, weh, weh. Aber hätte man zu dem Zeitpunkt Substanz gehabt oder andere Optionen, hätte das einen so mitgenommen? Nicht. Das ist meistens in der Zeit das, was mich immer stark mitgenommen hat, wenn ich selber nicht stark genug war. Und für jeden, der im Verkauf tätig ist, der etwas im Sport macht, der einfach auf die nächste Ebene kommen möchte, die Rückschläge sorgen dafür, dass man sich Fähigkeiten aneignet, damit man in der Zukunft in so einer Situation besser umgehen kann. Ich glaube, wenn jetzt noch mal ein Käufer kurzfristig bei dir absagt vor einem Deal, gehst du anders damit um als wie vor 2 Monaten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also diese Zeit hat mich sehr, sehr viel gelehrt, dass der eine oder andere dann abgesprungen ist, wo ich auch am Boden zerstört war und mir dachte, was passiert hier? Vor allem, als es mein erstes Mal war. Aber heute, wie gesagt, würde ich schon ganz anders mit der Sache umgehen, weil ich weiß, ich kann einen anderen Käufer finden und das würde ich auch einen anderen Käufer finden. So, und deswegen, weil ich davon überzeugt bin, weil ich mich mit der Immobilie identifizieren kann, weiß ich, okay, das ist kein Problem. Weiter geht's. Ich habe einmal ein Buch gelesen, Mert, das hieß Der Alchemist. Und da gab es einen Satz, der hat sich mein Gehirn eingebrannt. Egal was passiert im Leben, es ist Maktub. Maktub kommt aus dem Arabischen und heißt, es ist so oder so vorgeschrieben, im übertragenen Sinne. Und als ich das gelesen habe, kennst du das, wenn du Gänsehaut bekommst? Also ich hatte keinen Bezug dazu, aber dieses Wort Maktub hat sich so in mich manifestiert, dass ich weiß, egal was im Leben passiert, egal was im Leben passiert, es hat einen Grund. Nichts passiert ohne Grund. Ich kriege Optionen. Es ist teilweise eine Chance. Und jeder Rückschlag, den wir erleiden, der nach unserer Meinung ein Rückschlag ist, weil wir werten es so, ist möglicherweise ein Neuanfang. Eine Chance für etwas Neues. Wenn der Kunde nicht kauft, vielleicht finden wir einen anderen Kunden, der etwas kauft. Vielleicht hat er da noch eine Immobilie zu verkaufen. Vielleicht hat er selber ein größeres Netzwerk. Kommen wir aus einer Verletzung zurück, vielleicht ist unser Knie danach stabiler als davor, weil wir auf unsere Disbalancen drauf achten, auf unsere Ernährung. Wichtig ist einfach, egal was passiert, dass die Leute
gestärkt aus der Situation rausgehen, dass sie einfach akzeptieren, dass Rückschläge dazugehören. Und es kann die Fußballerkarriere sein, die einem Pokalfinale jetzt kurzfristig der Traum vom Fußballprofi platzt. Es kann das eigene Unternehmen sein, das vielleicht in dem Moment nicht mehr so performt oder Geschäftspartner abspringen. Aber man hat alles in sich, um aus dieser Situation rauszukommen. Ja, und man kann das wirklich in jedem Bereich im Leben anwenden. Sei es, wie gesagt, im Business, im Fußball, aber auch in einer Beziehung. So, da läuft auch alles nicht ganz rund. So, wenn du da einen Rückschlag erleidest, musst du erstmal mit dir selber im Reinen sein, damit du darüber hinwegschauen kannst, damit du weißt, okay, was kann ich besser machen. Das hast du überall. Absolut. Und abschließend zu diesem Podcast, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, möchte ich gerne nochmal ein Zitat mitgeben. Wer anderen Menschen die Schuld gibt, der gibt diesen Menschen automatisch die Macht über einen selber. Und solange du die Macht selber hast, kannst du Entscheidungen treffen, um aus diesem Loch wieder rauszukommen. Das heißt, egal was passiert, nicht den Umständen, dem Gegenspieler, der dafür gesorgt hat, dass du dich verletzt hast, nicht der Partnerin, die dich vielleicht an dem Tag gestresst hat, vielleicht nicht dem Arbeitgeber, der dir auf die Nerven geht oder der Kunde, der Sachen macht, die dich nerven. Nein, es liegt an dir, wie du damit umgehst, weil dann kannst du das Problem auch beheben. Und ich hoffe, euch hat der heutige Podcast gut gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Falls ja, noch einmal nicht vergessen, abonnieren, liken und kommentieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche zur Podcast-Folge Nummer 13. Vielen Dank, Mert, für deine Zeit und bis dahin.